Wer kennt es nicht bei diesen heißen Temperaturen? Bei strahlendem Sonnenschein einfach mal im Garten faulenzen, den angrenzenden Spielplatz der Gemeinde besuchen oder fröhlich auf dem Mars herumspringen. Einfach zu schön, um wahr zu sein. Wäre da nicht dieser Schmutz, der uns tagtäglich überall hin begleitet? Doch damit ist jetzt Schluss. Schließlich gibt es seit dem 14. Juli den Powerwash Simulator auf PC, Xbox Series und Xbox One. Und mit dem geht's dem Dreck mal richtig an den Kragen. Deswegen haben wir uns in den letzten Tagen nicht lumpen lassen und so dermaßen reingekerchert. Hugh Hefner wäre extrem stolz auf uns. Unsere Erfahrungen wollen wir mit euch natürlich in diesem Testvideo teilen. Im Grunde lässt sich der Powerwash Simulator wie ein First-Person-Shooter steuern. Wir bewegen uns auf der Tastatur klassisch mit WASD und zielen mit der Maus und feuern unseren Wasserstrahl mit der linken oder rechten Maustaste ab. Rechts bedeutet dabei Dauerfeuer. Also Wassermarsch. Und bevor jemand fragt, auch Sprinten, Ducken, Hinlegen und Springen hat unsere Figur im Repertoire. Bei bestimmten Aufträgen kann sogar fröhlich in der Schwerelosigkeit rumgehopst werden. Dazu aber später mehr. Unser Ziel ist ganz einfach. Wir müssen diverse Locations und Objekte im fiktiven Muckingham vom Dreck befreien. Wir wissen zwar nicht, wer oder was diesen Schmutz hinterlassen hat, aber teilweise wirkt das Ganze so, als hätte sich eine Elefantenfamilie ein schickes Schlammbad in Nachbars Garten genehmigt. So dreckig, wie manche Areale sind, sind nicht mal die Kandidaten des Dschungelcamps nach 2 Wochen ohne Dusche. Aber hey, dafür sind wir jetzt da und reinigen alles blitzeblank. Natürlich erledigen wir das nicht nur aus reinem Zeitvertreib. Ein bisschen Geld soll dabei schon rausspringen. Zur Auswahl steht uns dafür im Hauptmenü der Karrieremodus, bei dem wir nach und nach die unterschiedlichsten Jobs ausführen. Mal gibt's einen Bungalow zu säubern, mal ein Geländemotorrad und auch abgedrehte Sachen wie ein Monstertruck stehen auf der Tagesordnung. Per Chatnachricht von den Einwohnern Muckinghams erhalten wir die Missionen und können jederzeit zwischen den vorhandenen Aufträgen wechseln. Das Spiel speichert im Grunde dauerhaft und so geht kein Fortschritt verloren. Da wir für manche Aufträge in etwa 1 Stunde Spielzeit einplanen müssen, ist das auch wichtig. Eine nette Abwechslung und sorgt für mehr Langzeitmotivation. Wer möchte, kann zwischendurch zusätzlich eine Runde Fußball spielen, ein bisschen malen oder Heuballen hinterherjagen, was man halt eben so in Muckingham macht. Gelegentlich erfahren wir per Textnachricht sogar kurze Geschichten aus dem Leben der Muckinghammer. Der Karrieremodus lässt sich ebenfalls kooperativ gemeinsam mit einem Freund, einer Freundin oder einem Unbekannten aus der Welt des Internets zocken. In anderen Modi können sogar bis zu 6 Spielerinnen und Spieler an einer Session teilnehmen. Im freien Spiel, in dem wir unsere Aufträge aus der Karriere nochmals durchführen dürfen, ist das genauso möglich wie bei den besonderen Missionen. Da geht's bisweilen über die Grenzen Muckinghams hinaus. Unter anderem müssen wir in dem Modus eine in der Wüste festsitzende Dampflokomotive von Staub und Ruß befreien. Das Spiel bringt uns ja sogar auf einen anderen Planeten, denn schließlich möchte die NASA den süßen grünen Marsmännchen einen sauberen Mars-Rover vorstellen. Also wird auch dieses Fahrzeug mit Hochdruck gesäubert. Inklusive nicht ganz physikalisch korrekte Schwerelosigkeit. Aber ein bisschen schweben und die Seele baumeln lassen, das ist schon drin. Zusätzlich steht noch ein Herausforderungsmodus zur Verfügung. In dem geht es wahlweise darum, in einer vorgegebenen Zeit alles blitzeblank zu reinigen oder nur eine begrenzte Menge an Wasser zu verwenden. Für eine gute Abwechslung ist also gesorgt. Wie bereits angesprochen, arbeiten wir ja nicht für lau. Es ist ja auch keine einfache Aufgabe, die verschiedenen Locations und vor allem kleine Einzelteile wieder zum Glänzen zu bringen. Zum Glück bekommen wir da Hilfe in Form einer ausführlichen Liste, auf der wir den aktuellen Sauberkeitsfortschritt sehen und auf Tastendruck eine Schmutzkennzeichnung, damit wir die noch so minimalen Flecken besser erkennen. Für jedes gereinigte Teil erhalten wir Cash. Das heißt, wir verdienen ständig Geld und nicht erst, sobald der Job abgeschlossen ist. Über die Liste im Pausemenü erhalten wir einen Einblick, welches Teil wie viel Kohle bringt. Wenn wir also mal knapp bei Kasse sein sollten und nur schleppend vorankommen, können wir auf die Schnelle ein bisschen Kleinzeug säubern und uns im Anschluss bessere Gadgets zulegen. Denn mancher Schmutz ist hartnäckig und möchte auch nach mehrmaligem Abspritzen nicht so richtig weichen. Daher braucht es ab und an ein Ausrüstungsupgrade, das uns die Arbeit deutlich erleichtert. Durch die erspielten Moneten können wir im Shop etliche Hilfsmittel kaufen. Und zwar komplett ohne Mikrotransaktionen,
was heutzutage definitiv eine Erwähnung verdient. Von stärkeren Hochdruckreinigern über Verlängerungen und Düsen bis hin zu optischen Anpassungen kann dabei einiges verändert werden. Mit einer Verlängerung lässt sich beispielsweise auch aus größerer Entfernung Schmutz beseitigen. Beim Zielen aus der Nähe gibt es dagegen verständlicherweise Probleme, da wir durch den zusätzlichen Stab eingeschränkt werden. Mit den unterschiedlichen Düsen und Reinigungsflüssigkeiten bekommen wir verschiedenste dreckige Stellen schneller von den Oberflächen. Ein dünner, gezielter Strahl für festsitzenden Dreck, ein breiter Strahl für weitläufige Verschmutzung. Die optischen Anpassungen sind nur nach abgeschlossener Arbeit sichtbar, bis auf die Handschuhe. Die sehen wir schließlich immer im Bild. Denn in einem Zeitraffer fasst das Spiel unseren Job aus einer externen Perspektive im Nachgang nochmal zusammen. Die Preise der kompletten Ausrüstung sind allerdings ziemlich happig. Bis wir die Prima Vista Pro für $5000 unser Eigentum nennen dürfen, müssen wir schon ordentlich in dem Business tätig sein. Was uns dann auch zum Thema Langzeitmotivation bringt. Der Powerwash Simulator ist für die meisten von uns vermutlich ein Spiel für zwischendurch. Selten hat ein Titel so viel Entspannung ausgestrahlt. Komplett ohne Hintergrundmusik lauschen wir einfach nur dem Strahl unseres Reinigungsgeräts und dem Zwitschern der Vögel. Auch das Gefühl, eine Fläche komplett von Schmutz befreit zu haben, ist einfach nur befriedigend und sorgt für gute Laune. Wenn nur das echte Putzen so viel Spaß machen würde wie das virtuelle. Für ungeduldige Leute oder Menschen, die in Videospielen immer Spektakel geboten bekommen müssen, ist die Kercherei natürlich nichts auf Dauer. Trotz der unterschiedlichen Modi hält sich die Abwechslung in Grenzen. Es ist und bleibt schließlich eine Simulation, in der Dinge zu säubern sind. Das funktioniert dafür ausgesprochen gut. Auch die Grafik kann sich durchaus sehen lassen, obwohl sie jetzt nicht auf dem Stand bestimmter anderer Simulatoren mit mehr Budget im Hintergrund ist. Entwicklerstudio FutureLab benutzt für den Powerwash Simulator die bekannte Unity Engine. Zwar sehen die Wassereffekte auf den Oberflächen schick aus, doch physikalisch korrekt verhält sich das feuchte Nass nicht. Es tröpfelt also nirgends runter und versaut uns die stundenlange Arbeit, wenn wir erstmal tiefer gelegene Flächen und dann erst im Anschluss Kanten oder Dächer darüber reinigen. Es ist halt einfach ein rundum Wohlfühlspiel. Wenn wir den Strahl länger auf eine Stelle oder in eine Kuhle richten, entstehen auch keinerlei Pfützen oder länger anhaltende Spiegelungen. Das hätten wir bei einer Simulation dann aber doch schon erwartet. Und obwohl wir immer wieder vom Kerchern gesprochen haben, gibt's auch leider keine lizenzierten Marken im Spiel. Insgesamt ist der Powerwash Simulator eine fantastische Abwechslung für zwischendurch. Wer sich auf das entschleunigte Gameplay einlässt und einfach nur Entspannung und Befriedigung sucht, der sollte definitiv zur Düse greifen und Muckingham vom Schmutz befreien. Seit dem 14. Juli 2022 ist der Powerwash Simulator auf Steam für den PC und die beiden Microsoft-Konsolen für 24,99 erhältlich. Für Besitzer des Game Pass gibt's das entspannende Spiel sogar mit im Paket. Ob der Titel in absehbarer Zukunft auch für die PS5 und PS4 erscheint, ist aber derzeit noch nicht bekannt. Zum Abschluss möchten wir jetzt von euch wissen, habt ihr den Powerwash Simulator schon ausprobiert oder kerchert ihr lieber in echt? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Like und ein Abo da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.